So schön ist es bei uns in Südwestfalen, beziehungsweise jetzt in diesem Fall im Sauerland. Wir haben die Seen, wir haben die Wälder, wir haben Fachwerkdörfer, Flüsse, Höhlen, alles das. Und in den 80ern haben ja schon Zoff aus Iserlohn ihre und unsere schöne Heimat besungen. Da ging man inzwischen ein Zischen oder vergräbt das Herz im Lennesand. Und Florian Weber aus Olpe, dem hat da noch was Entscheidendes gefehlt. Ein großes Sauerländergefühl mit S. Schützenfest. Beziehungsweise das gesellige Zusammensein, was die Menschen hier ja eben einfach auch ausmacht. Und deswegen hat der Hobbymusiker eine neue Hymne für die Heimat geschrieben. Wir haben ihn und seine Musiker beim Videodreh getroffen. Im Winter Ski, im Sommerstrand, im ganzen Land ist es bekannt. Mal in den Bergen, mal an dem See. Wenn ich mal weg, tut es mir weh. Zusammen mit Freunden. Endlich ist es im Kasten. Das Musikvideo zum neuen Sauerland-Song von Florian Weber und seiner Band in der Akustikversion. Doch bis dahin war es ein langer Weg. Der Hobbysänger musste alles selbst organisieren. Alle Musiker an einem Tag zusammentrommeln, die passende Location finden und einen Kameramann. Das Budget, alles aus eigener Tasche. Dann macht bei der Ankunft in Olpe auch noch das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Eigentlich sollte vor der Skihütte am Fahlenscheid gedreht werden, das macht die Technik aber nicht mit. Also wird kurzerhand alles in die Skihütte verlagert. Genau. Also jetzt haben wir es insoweit, sag ich mal, ja, irgendwie eingepegelt bekommen. Es ist ein bisschen kuschelig, muss ich zugeben. Aber ich glaube, das sollte alles kein Problem sein. Das kriegen wir so hin. Das Einzige, was wir jetzt noch ein bisschen nachsteuern, weil es ist halt eine Akustikversion. Und dementsprechend hole ich jetzt noch zwei Barhocker von zu Hause und ja, mal schauen. Dann sollte aber auch eigentlich alles passen. Gar kein Problem. In der Zwischenzeit kann ja schon mal der Soundcheck erledigt werden. Die Musiker bleiben entspannt. Da kommt Florian auch schon mit den Barhockern. Endlich sind alle zusammen. Die Instrumente stehen, Licht ist gesetzt und der Sound gecheckt. Bereit für die Proben? Also ich sag mal, eines der größten Probleme ist passiert. Die Orgel haben wir zu Hause vergessen gehabt. Da mussten wir jetzt nochmal nachsteuern. Ja, jetzt haben wir die vor Ort. Und jetzt haben wir ein zweites Problem. Da muss ich jetzt nochmal eben kurz nach Hause fahren. Wir haben nämlich keinen USB-Stick dabei. Und das wäre für eine Aufnahme nicht so ganz so gut, wenn wir da halt keine Speicherstelle für haben. Also geht es für Florian nochmal los. Der Rest beginnt einfach schon mal mit den Proben. Die Musiker sind zufrieden. Florian ist auch wieder da und hat eine Menge USB-Sticks dabei. Aufnahme läuft. Dann los geht's. Mindestens 10-mal hat die Band den Sauerland-Song heute gespielt. Jetzt ist es geschafft und die Musiker können sich zurücklehnen. Das, was er sagt, das ist immer. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit allem. Ich sag mal, die Arbeit von den Jungs selbst als Musikern, vom Kameramann, alles hier vor Ort war halt einfach super. Und ich bin sehr, sehr gespannt quasi darauf, was dabei rumkommt. Und ich freue mich auf das Endresultat. Nach 2 Wochen war das Video dann endlich fertig. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ob Negertal oder Balver Höhle, das ist da, wo ich mich wohl fühle. Genau, und es ist auch sein Sauerland. Florian Weber aus Olpe ist bei uns. Guten Abend. Wir haben uns auf das Du geeinigt. Schön, dass du da bist. Was stimmt nicht mit dem Sauerlandlied von Zoff? Was hat dir da gefehlt? Sehr, sehr gute Frage, muss ich tatsächlich sagen. Im Grundsatz her haben sie ganz, ganz viele Charakteristiken aus dem Sauerland beschrieben. Ziemlich viele Eigenschaften der Menschen aus alten Zeiten vielleicht auch aufleben lassen. Nur, was mir noch gefehlt hat, war so dieses Ländliche nochmal mit dabei. Ja, vom Grundsatz her
wurde viel über die Menschen erzählt, über das Land. Was kann man bei uns zu Hause machen? Was gibt es bei uns alles? Was ist bei uns möglich? Und das habe ich probiert zu, ja, quasi da reinzupacken. Und dazu gehört eben auch das Schützenfest. Was ist denn für dich das schönste am und im Sauerland? Ist es Schützenfeste? Ich sag mal, unabhängig von der Landschaft, tatsächlich, die atemberaubend ist, ist das Schützenfest schon das Highlight des Jahres, muss ich sagen. Wie sehr hat dir das jetzt gefehlt während Corona? Ich meine, ne, du bist auch in der Feuerwehr, machst Musik da, ne, Dorfleben macht das ja auch aus, dass man einfach irgendwie zusammenkommt. Das ist ja auch so ein Sauerländer-Ding eben. Ja, also ich sag mal, ich habe jahrelang in der Musik bei der Feuerwehr in Olpe gespielt und ja, da fehlt tatsächlich was. Ob ich jetzt noch spiele oder nicht, aber dieses Zusammensein, dieses Gesellige, dieses Zusammenfeiern, einfach mal, ja, wie man in der Jugendsprache sagt, richtig abgehen, das fehlt einfach. So dieses ja, gesamte Bild, das fehlt auf so ein Jahr hin schon richtig. Du bist hauptberuflich bei der Bundeswehr, in Köln stationiert. Genau. Köln ist vielleicht also die Stadt, die am meisten Hymnen und Lieder hat. Ne? Hat das vielleicht auch so ein bisschen abgefärbt? Wie ist das? Also, was ist das so für ein Gefühl? Man denkt, ich schreibe jetzt eine Hymne für Sauerland. Zuallererst war es, sag ich mal, wirklich erstmal eine Herausforderung. Ja, also man kennt es aus Köln, die schreiben Texte, das ist eine Leichtigkeit. Und sich dann einfach mal dahin zu setzen und genau sowas, ja, zu probieren, für seine eigene Heimat etwas zu schreiben, das ist im ersten Moment schwer, aber nachher, wenn man ein bisschen was geschrieben hat, wird es immer und immer leichter und die Leute um einen rum verstehen dann auch, was gemeint ist. Und ja. Hast du dein Lied jetzt schon mal tatsächlich selber auf einer Party gehört? Dass alle mittanzen, mitgrölen oder so? Auf Geburtstagen halt. Ja, tatsächlich? Also ich sag mal, anders ist es jetzt leider nicht möglich. Ja, und da die Konstellation gerade in dieser Band, wie wir es gesehen haben, so jetzt relativ neu ist, ja, warten wir auf weitere. Ja. Ich bin mal sehr gespannt, wann wir dich vielleicht wiedersehen im Studio mit einer Siegerland-Hymne, denn du hast tatsächlich auch mal im Siegerland gelebt. Darf man das überhaupt laut sagen jetzt? Ja. Weiß ich nicht. Wieder zurück im Sauerland mit der Hymne. Florian Weber, Dankeschön. Sehr gerne.